So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ihr seht schon, ich habe jemanden dabei. Und zwar treffen der gute Robin, der liebe Gamery und ich uns heute zum Fireside-Chat. Viele Leute haben das schon gemacht. Aber bevor wir reinkommen, was das Fireside-Chat ist, falls ihr den Mann noch nicht kennt, stellt der Mann sich jetzt mal vor. Und wenn ihr den Mann noch nicht kennt, frage ich mich, was du die letzten paar Monate auf meinem Kanal gemacht hast. Ja, also danke erstmal für die Einladung auch. Ja, ich bin Robin, auch bekannt als Gamery im Internet. Und ja, ich mache auf meinem YouTube-Kanal Magic-Content, unter anderem einen Magic-Podcast, für den die meisten mich wahrscheinlich kennen, und zwar Radio Ravnica, wo auch dieses andere fabelhafte Gesicht in diesem Video Co-Host ist. Und ja, sonst mache ich sehr viel, also was ist sehr viel? Ich mache eigentlich nicht so viel auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Magic. Also alle zwei Monate, wenn irgendwie die Sonne richtig im Aszendenzen steht, kommt da mal ein Video raus und ja, ich genug Zeit vorher hatte. Ja, danke, danke. Ja, und das sind, so sind wir quasi aufeinander gekommen. Also ganz mal was Neues, dass wir zusammen in einem Video auftauchen. Ja, absolut. Also absolut nie jede Woche oder so. Genau. Sonst, ich mache noch passend gerade zum nächsten Wizards Release, Strixhaven, mache ich einen Harry Potter Podcast mit der wunderbaren Mandy mit dem ähnlich klingenden Namen Radio Ravenclaw. Und da gehen wir die alten Bücher Kapitel für Kapitel durch und besprechen die mit dem Wissen von heutigen Harry Potter Fans, was man so alles noch dazu bekommen hat. Und ja, schaut vorbei, wenn es euch interessiert. Und wenn nicht, bleibt dabei und wir öffnen ein paar Booster, oder? Ja, genau. Also Fireside-Chat für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, warum auch immer die das nicht mitbekommen haben sollten. Also wir beide waren schon bei MTG mit Patrick, Radio Ravnica als solches war bei Commander Compass, Commander Compass war bei Radio Ravnica. Wizard of the Coast hat gesagt, Leute, setzt euch mal zusammen, jemand, der schon länger spielt und jemand, der noch nicht so lange spielt, und redet mal darüber, was ihr so über dieses Set haltet und was ihr von diesem Set haltet und was ihr daran cool findet, was ihr seltsam findet, wie das früher war, wie das heute ist. Und das machen wir jetzt auch noch. Und ja, das ist zwar jetzt schon kurz vor Ende dieses ganzen Fireside-Chat, aber es gibt einen Grund, warum das so lange gedauert hat. Und zwar haben wir jetzt endlich die Booster bekommen, die wir aufmachen können. Und die wollen wir auch aufmachen. Die Leute auf meinem Kanal sind es gewohnt, dass ich einen Booster aufmache. Heute machen wir fast schon 8 Booster auf. Nee, nicht fast. Genau 8 Booster auf. 4 und 4. Genau, 4 und 4 gedacht. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lang drum rum. Wechseln wir mal in den anderen Screen. Jetzt seht ihr den Unterschied zwischen dem Streaming-Setup und dem schlechten Streaming-Setup. Ach ja, der gute alte Fade, da kann man doch nichts gegen machen. Ja, das stimmt. Wir haben direkt schon eine Verwirrung drin, und zwar, wir haben die ganze Zeit über Timespiral Remaster geredet, jetzt steht hier aber Zeitspirale. Ja, stimmt, das sind deutsche Booster, ja. Das ist tatsächlich was, was mich immens irritiert, weil ich denke, was Magic angeht, sehr viel im Englischen. Ja. Ich weiß, es wird nicht immer nur positiv gesehen, aber trotzdem, also es ist komisch jetzt, sag ich mal, Timespiral, das war irgendwie so ein Eigenname, und jetzt so Zeitspirale. Das Ganze wirklich zu sehen, eingedeutscht. Ich habe hier auch noch ein englisches Timespiral, weil ich habe was anderes rausgefunden, worüber ich ganz gerne reden würde. Und zwar das Booster hier, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, wenn ich das mal hier runterdrücke. Ich kann hier hinten halt wirklich fingernagelbreit das Booster daran hochheben. Easy peasy, da ist so viel Luft drin. Oh, krass. Und hier kann ich das halt nicht, also die Booster sind sehr eng. Und ich dachte am Anfang, ja, ist okay, amerikanischer Print, deutscher Print, was soll passieren? Muss ich sagen, die sind halt beide in Belgien hergestellt, die kommen aus derselben Fabrik, und ich verstehe nicht, wie es passieren kann, dass ein Booster, wenn man es übereinander legt, so viel mehr Luft hier drin hat als das andere, nur weil es eine andere Sprache ist. Das fand ich strange. Das Booster mache ich heute nicht auf, das wäre unfair, wenn ich 5 aufmache und du 4. Ich habe tatsächlich gerade was beobachtet bei meinem Booster, und zwar, ich schwöre, ich habe sie vorher nicht geöffnet, aber wenn ich hier so ein bisschen herumwiggle, upsi, da ist Thema Luft zwischengekommen. Da hat vielleicht schon mal gepiekt. Ich hoffe, vielleicht ist es die Vollkarte, die Karte, die das Booster jetzt nach oben drückt, damit man weiß, da ist eine Voll drin. Ja, vielleicht ist das Voll Thoughtseize, was schon mal an meine Gedanken ran will. So. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Wie wollen wir es machen? Wollen wir gleichzeitig aufmachen oder wollen wir nachher aufmachen? Ist mir eigentlich gleich. Also von mir aus können wir gleichzeitig aufmachen, weil ich glaube, wir werden sowieso hauptsächlich über 1 bis 2 Karten aus diesem Booster reden. Ja, ja, wir werden hauptsächlich über einen bestimmten Kartenslot reden. Ja. Ich meine, du hast das Booster jetzt eh schon fast offen. Eben. Ohne, dass ich es wollte, ehrlich gesagt. Gucken wir uns das mal an.
Okay, ich finde es schon mal ganz lustig, hinten drauf steht einfach Friday Night Magic. Das haben sie noch nicht eingedeutscht, zum Glück. Und ja, hier auch. Also ja. Das bin ich quasi jedes Mal, wenn es thematisch um Friday Night Magic gibt, so, oh Mann, wo? So. Ja, für die Leute, ich glaube, du hast bei dem Set ja nicht gespielt, haben wir ja schon mehrfach gesagt. Aber die Leute, die das halt sehen, worauf freust du dich? Sind es für dich wirklich diese Old Border-Karten hinten drin, die für dich da den hauptsächlich, den meisten, ja. Also ich gehe immer so ein bisschen durch. Also es ist jetzt nicht sonderlich, dass ich viel mit den Karten was anfangen kann. Wenn es jetzt natürlich ein Draft-Set wäre, sähe das Ganze natürlich noch anders aus, aber jetzt. Es ist ja theoretisch ein Draft-Set, aber wir draften halt. Also ja, wenn wir draften würden, das würde ich immer. Oh mein Gott, ja. Nice! Ja, nein, jetzt habe ich gerade knallhart gelogen. Das ist tatsächlich eine Karte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Übrigens eins der schlimmsten Artworks, wie ich in Magic finde. Traumschlecht. Das komische rote Blob-Ding da oben drauf. Okay, jetzt sind wir bei den Uncommons bei mir. Ja, ich auch. Formender Parasit. Yixil Kerkermeisterin. Der ist richtig stark, der ist richtig stark. Ja? Ja. Oh. Allein, weil der nichts im Friedhof hat mehr einen Effekt. Das ist so gut. Oh, ich habe direkt zwei weiße Counterspells hier mit Zurückweisung des Bösen. Und dann Rare. Ungezieferhof. Okay, ich habe Prohibite Knoten. Okay. Du hast, glaube ich, das Land regeneriert, richtig? Genau, das ist, ich glaube, Swamp Yard. Ja. Kannst tappen, um ein Eichhörnchen, ein Insekt, eine Ratte oder eine Spinne deiner Wahl zu regenerieren. Ja, nice. Ja, ich habe die Karte, die eigentlich meine Reserve List Karte war. Das war mal Drop of Honey, wurde dann color-shifted. Aus irgendeinem Grund haben es Leute da nicht geschafft, das auseinanderzuhalten. Und jetzt kommt das Interessante für uns beide. Ey, Great Merchant. Da hört man den Unterschied zwischen und Ja, also Grey Merchant finde ich tatsächlich, das war einer, glaube ich, dieser ersten Karten, die ich, wo ich gedacht habe, so, okay, wow, das ist irgendwie so eine Karte von kurz vor meiner Zeit aus Theros. Ja. Die mit Devotion gearbeitet hat. Und ich mag Devotion tatsächlich sehr als Thematik. Ich mag auch tatsächlich, dass es einfach in jedem Gegner, das macht, ist eine super starke Commander-Karte tatsächlich. Ja. Und kann sehr viel tatsächlich. Also, und da sieht man halt auch, gerade auch an sowas, auch wenn das digital gezeichnet ist, es ist so wunderschön mit dem Rahmen, wenn man es richtig macht. Ja, ich finde auch hier, ich finde, der schwarze alte Rahmen ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsrahmen, muss ich tatsächlich sagen. Mit diesen ganzen komischen schwarzen Pusteln da drauf. Hast du gesehen, dass sie den hier gereprintet haben, jetzt im nächsten Set schon wieder? Grinsender Igneos. Ach, das ist die Mystical Archive-Karte? Nee, das ist, glaube ich, eine normale. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Mystical war oder ob es einfach in dem Set drin ist. Ich glaube, er ist einfach in dem Set drin, aber das weiß ich gerade nicht. Finde ich ganz cool. Also ich weiß nicht, sie haben I have Monkey. I have Affengeisterhelfer. Das ist der deutsche. Die Baracken lernen. Die deutschen Namen. Es sind halt großartig, dass es deutsche Booster sind. Ich mag deutsche Booster. Einfach nur, um sich ein bisschen drüber lustig zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist schon ein bisschen witzig. Also, es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich mache eigentlich in der Regel englische Booster auch lieber auf. Ja, ich auch tatsächlich. Aber wir beschweren uns nicht, ne? Nee, absolut nicht. Aber du hast eben auch so Sachen, die du halt sonst nicht hättest, so wie zum Beispiel den schlammigen Drupp. Das sind dann einfach ein Namen. Oder den Salzsturm. Ich dachte schon, es wäre Sandstorm, the Rudo Sandstorm. Ne, es ist Salzsturm. Ready for the Rare? Ja. Meine ist weiß und Gnade des Engels. Gute Karte, richtig coole Karte. Sekundenbruchteil, du kannst in diesem Zug. Wir haben eine Menge weiß. Die ist sogar sehr wertvoll. Ne? Die ist jetzt mit diesem. Naja, nicht mehr. Sie war sehr wertvoll. Sie mit ist dem Cleansing. Nicht mehr wertvoll, aber ich kann sie spielen. Ja, und ich glaube, Cleansing Wildfire macht die da irgendwie zu einem weißen Ramp-Spell, weiß-roten Ramp-Spell. Ja, auch. Viele Leute spielen den mit dem Elfish Reclaimer, der Land opfern kann, um Land rauszuholen. Die Karte, die du hast, ist übrigens sehr beliebt mit Isochron-Zepter, wo man einfach sagt, man imprintet eine Karte. Und dann macht man einfach jede Runde, ich kann nicht verlieren. Nice, sehr gut. Die muss ich mir auf jeden Fall merken, die Karte. Das Interessante, ich habe eine Kristallscherbe. Oh. Beast Within. Beast Within. Beides Kristallscherbe. Cool. Okay. Ja, auch Commander Staple. Ne? Das ist halt echt geil. Ich kann sehr vieles dann doch mehr verwenden, als ich dachte. Also auch die Swamp Yard habe ich mir schon überlegt.
In manchen Szenarien ist das schon ganz nice. Ja, es ist eine ganz nette Karte. Kristallscherbe ist so eine richtig unfaire Karte, weil man sie einfach nicht dafür benutzt, was sie eigentlich macht. Normalerweise soll man halt eine Kreatur zurück auf die Hand besitzt, zurückschicken. Es sei denn, bezahlt einen Mana. Und die Leute zahlen einfach das Mana nie. Sondern sie nehmen einfach ihren eigenen Commander-Zug auf die Hand oder ihre eigene Kreatur. Das ist so gut. Ah, na komm, warum gehst du nicht auf? Es weigert sich. Ja. Search for Tomorrow. Oh, mein Bust ist es, glaube ich. Was hat es eigentlich mit diesen Ildal-Karten auf sich? Weil, das ist Eigennamen, weil ich das mitgekriegt habe. Okay. Weil das lese ich immer wieder und denke so, ja. Was zum Teufel? Logic Knot. Das ist komisch. Logic Knot ist eine Kam. Okay, interessant. Utopia Sprawl ist in dem Set? Das hier, oder? Ach nee, ist Kreatur, nee, never mind. Das ist ein anderes Utopia tatsächlich. Ja, ich lese eine Utopia und habe genau eine Karte. Ja, gespeichert. Sprawl. Es muss der Sprawl sein. Kerkermeister. Okay. Dunst des Zorns habe ich auch gerade. Harmonieremasuri. Oh Gott, dieses Deutsch. Remasuri, das ist wirklich echt. Und so ich habe, was bist du denn? Mugagada Pretoglyph. Kreaturen ohne Fähigkeiten kriegen +2/+2. Vanilla Tribal. Ja, und Vanilla Tribal. Bei dir kommt. Mythic Time. Wow. Vision der Ahnen. Nee. Nice. Richtig. Die war mal unendlich teuer. Ja. Und wird mittlerweile immer noch gespielt im Cascade Decks. Das ist super cool, wenn man da reinkaskadiert. Dann castet man die Karte eben umsonst. Holy shit. Bin ich sehr happy drum. Ja. Und. Förderung der Natur. Was ist das denn? Ah, das ist für, du zerstörst ein Artefakt oder eine Genau, Verzauberung. Zerstöre Artefakt oder Verzauberung und Beherrscher bekommt 4 Lebenspunkte für ein grünes. Ja. Ist deiner nicht auch irgendwie ein Feldon? Ich habe eine Foil. Also ich habe erstmal einen Feldon. Der ist ganz cool als Commander. Und jagende Monstrosität. Die gewirkt wird, opfert. Nee, wenn ein Kreaturenzauber gewirkt wird, muss man den opfern. Das Foiling ist ein bisschen strange auf der Karte. Ja, jetzt habe ich es drin. Ist einmal so ein bisschen drüber einfach nur, ne? Ja, vor allem hier unten mit diesen kleinen Eiern. Das ist ein bisschen... ja. Und dann sind wir schon jeweils beim letzten, ne? Last Pack. Guck mal, das hier ist auch schon auf. Was ist denn da los? Wird mir die Hälfte des Spaßes geraubt. Das ist wahrscheinlich Also, dem Gamery, dem schicken wir nur offene Booster. Wirklich. Na, er kriegt ja noch was Gutes. Ja. Wobei ich habe eine Mythic gezogen, ich kann mich nicht so viel beschweren. Ja. Prismen, diese Spitzenspinne. Korpulent Leiche ist auch gemein. Tödliche Raub. Oh Gott, manche deutsche Namen. Ich finde sie so großartig, ich finde es so schön. Laugenelement. Ich habe tatsächlich das Problem, ich habe viele von den Karten ja auch schon früher gesehen, in anderen Frames, in anderen Rahmen. Und ich erinnere mich immer an die anderen Rahmen, an die anderen Frames. Für mich haben die Karten immer die anderen Frames. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich ganz witzig. Naja. Triade ist so gut. Ich habe hier noch den Feuerspuren Remasuri. Okay. Weil Remasuri ist auch wirklich so ein Ding, wo ich nicht verstehe, wie sie das übersetzt haben von Sliver. Ja, von Sliver auf Remasuri, also ganz logisch. Klar, irgendwie Sibler zu nennen oder so. Ja. Ich habe einen Dralnulichlord. Das ist tatsächlich eine sehr coole Karte, weil man damit spontan zu meiner Hexe rein aus dem Friedhof zurückspielen kann. Ich habe Ausrupp. Extipate. Sehr cool. Die war doch auch bei dir auf der Top-Liste, oder? Ja, ist es tatsächlich. Ich mag die Karte. Die ist einfach ein Surgical Extraction, das man nicht kontern kann, was einfach eine gute Karte ist. Das ist richtig das nice, ist schon gut. Und wir haben, ich habe einen Engel der Wiederherstellung und ich habe einen Steinhorn Hürdenträger. Wenn er ins Spiel kommt, übergeht der Gegner seine nächste Kampfphase. Oh. Ja, also das ist ziemlich cool, schlecht, wenn man das mit einem Planeswalker hat, der flickern kann, by the way. Oh. Ich kann es auch noch jede Runde machen. Ich habe aber auch noch eine Foil. Okay. Ich auch. Oh, Old Border Foil. Old Border. Wow, Old Border okay. Leute. What? Manischer Laborant. Oh, nice. Wow, aber das Foiling ist krass. Das Foiling ist so geil. Tatsächlich habe ich auch eine Foil. Ja, hau raus. Aber ich glaube, keine Foil Old Border. Nee, aber es ist eine Rare. Oh, wow, okay. Wow, schau, ich weiß nicht ganz. Ey! Holy shit. Wow. Krass. Pack der Verneinung. Aber, oh mein Gott. Damaged? Sieht man das?
Oh. Nein, da fehlt einfach ein Stück vom Print. Nein, der ist kein schwarzer Rahmen. Oh Aber mein geil. Gott. Ja, vor allem, wir haben so viele weiße Karten bekommen, so viele coole weiße Karten, und dann sind einfach beide unsere Foil-Sachen einfach Ja, und auch blau. schon meine Mystik einfach, ne? Also ich Ja, hatte stimmt. wirklich, also vom Sealed-Pool, wenn das ein Sealed-Pool wäre, würde ich, glaube ich, weiß-blau, schwarz Ja. spielen, glaube ich, einfach nur. Ja, sieht bei mir genauso aus. Ja, Hammer. Nice. Hammer, Hammer, Das hat Hammer. Spaß gemacht. Ja, das war wirklich cool. Vielen Dank dafür nochmal an Wizards of the Coast, by the way. Ja, danke. Und wenn ihr trotzdem noch mal mehr sehen wollt, wenn ihr noch nicht genug bekommen habt von TimeSpiral, schaut euch um unter dem Hashtag Fireside Chat. Findet ihr auch noch viele, viele andere Leute. Es sind großartige Leute dabei, bekannte Leute im deutschen Raum wie Solaris oder Shibi oder eben auch Leute, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, so wie Tasty MTG oder Nackt und Rosa und ähnliche Leute. Großartig, großartiges Event. Ich fand es super cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr aufgemacht habt. Ihr könnt gerne das Video liken. Und vor allem wichtig, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den guten Gamery alleine für diesen Pull. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.